Ich bin Sammlungsmanagerin am Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, beschäftigt im EVZ-Projekt Das Vergessene Gedächtnis. Wir sind hier, um eine museale Sammlung aufzubauen, die die Community der deutschen Sinti und Roma repräsentiert. Wenn ein Objekt ins Haus kommt, bin ich unter anderem dafür zuständig, dass wir das Objekt aufnehmen. Das heißt, magazinieren letztendlich. Wir schauen uns das Objekt an, wir schauen uns den Zustand an, wir schauen, was es für Objekte sind, wie wir die gut lagern und verpacken können. Wir vergeben Nummern, vermessen das Objekt und fotografieren es, sodass wir das gut in unsere Datenbank schließlich aufnehmen können und auch wiederfinden können.